Hallo und herzlich willkommen zur 100 Baby Challenge. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir viel Geburtstag gefeiert und ich habe ein paar Screenshots von den beiden gemacht und ich bin völlig begeistert von Eliza. Sie ist wieder wunderhübsch und gleichzeitig so anders wieder wie die anderen, die ich wunderhübsch fand. Also, ja, totale Begeisterung von Eliza beim Screenshot machen. Jetzt habe ich gesehen, müssen wir uns auch gleich um die kümmern. Oh, die nehmen sich jetzt erstmal ein Stück Kuchen. Und Gunther ist sehr müde. Will der ein Nickerchen machen? Nein, der kann eigentlich auch richtig schlafen gehen. Und anscheinend läuft eine Gruppenaktivität. Ich wollte die eigentlich gerade anfangen lassen zu laufen, aber das ging wohl auch so von alleine. Falscher Hummer, Tortellini, dann mach das mal in den Schrank. Und du kannst aufräumen. Ich weiß gar nicht, bei dir kannst auch mal schlafen gehen, ehe du anfängst, an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. Und ich muss mal schauen. Sie hatte jetzt Geburtstag, aber sie braucht Fertigkeiten. Und sie braucht Fertigkeiten, bevor sie sich um andere Dinge kümmert, wie zum Beispiel den Haushalt. Eliza, lass das einfach stehen. Und ich würde vorschlagen, du tanzt einfach. Aber wir müssen mal den Sender wechseln. Machen wir mal hippidi-hip-hop. Und dann zusammen tanzen oder nur tanzen? Wir machen nur tanzen. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir bei unseren sozialen Gruppen sind. Warum es immer auf Organisationen switcht, weiß ich auch nicht. Und wir können Gruppenvorteile kaufen. Und zwar, die Gruppengröße haben wir schon erweitert. Sozialboni, freundliche Aktionen steigen, Lustigkeitsbonus. Weiste, brauche ich alles nicht. Wir könnten die Kinder boosten. Haben wir Tanzen schon geboostet? Ja, Tanzen haben wir schon geboostet. Kochen und Gartenarbeit könnten wir noch boosten. Oder Fitness. Was machen wir denn eigentlich in unserer Gruppe? Wir gucken Fernsehen, okay. Wir gucken Fernsehen und, okay, wir haben so ganz, ganz typische Sachen. Und was ich, glaube ich, noch mag, ist dieses hier. Energiegeladen und sowas. Ja, vielleicht sollten wir das machen. Die Grundstimmung glücklich. Ja, hier, guck mal, Grundstimmung glücklich ist gut. Wütend brauchen wir nicht. Energiegeladen ist auch gut. Mit dreimal Energie geladen. Wir haben immer noch 300 irgendwas Punkte. Ja, es ist, ich finde es cool. Wir werden mal gucken, ob wir das dann irgendwann nochmal wieder ausmachen. Ich schätze mal schon. Aber solange wir jetzt das noch haben, wir werden mal gucken, ob wir alle möglichen Punkte hier kriegen. So, hier so ein Handschlag. Und dann, ja, war's das. Unsere Gruppe geht ab wie Schmidts Katze. Du kannst eigentlich mal 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Kann sie das? Ich weiß nicht. Wieso haben wir so viele Kuchen? Ich glaube, ich wollte die alle wegwerfen. Genau, und ihr spielt hier schön. Mama, statt dass du jetzt auch spielst, kannst du mal für die kleinen Kinder vor allem irgendwas kochen. Wir sind hier immer noch in irgendwelchen Menüs und nichts geht voran. Und wir müssen dran denken, Daria ist immer noch da als Vegetarier. Ich werfe die gerade mit Absicht weg, weil ich gerade mal das ein bisschen vermeiden will, dass wir so schnell schon wieder so dick sind. Wo jetzt das Geld herkommt, das ist hier hinten Daria, die macht den Garten. Und ja, Eliza danced. Hat sie jetzt ihre 3 Punkte? Ja, sie hat 3 Punkte erreicht. Donnerstag 20 Uhr. Wenn sie jetzt noch die Hausaufgaben macht, dann kann sie ja eventuell morgen schon... ja, eine 1 wird es wahrscheinlich nicht. Da ist sie wahrscheinlich zu weit weg von. Aber immerhin ist sie so ein Kandidat. Freitag. Am Morgen ist Freitag. Wäre schon cool, wenn sie noch eine 1 bekommt. Sie hat die Hausaufgaben halt noch gar nicht angefangen und sie hat auch gar keine Fertigkeiten. Wahrscheinlich hat sie gerade erst... Wie sagt man? Sie hat wahrscheinlich gerade erst Geburtstag gehabt in der letzten Folge. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr so ganz genau.
Level 5. Maria, ist das etwa... Ich weiß gar nicht, hast du die jetzt maximiert? Ist Tanzen so eine 5er-Fertigkeit? Mal scrollen. Ja, was kann sie dann? Einfach gut tanzen. Okay. Mhm. So, Kuchen weg. Bist du Gunther? Nee, Leo. Leo hat Hunger. Und ich habe ja auch was gemacht. Leo, setz dich mal... Kannst du dich mal hier hinsetzen? Zum Essen, hierhin. Wenn wir die Kleinkinder, die müssen immer, wie sagt man, besonders betreut werden. Nein, hinsetzen, habe ich gesagt. Was ist jetzt hier sitzen? Doch. Sehr schön. Falscher Hunger ist... ja, ne? Habt ihr gesehen, ne? War dreckig. Du bist müde und musst auf Toilette. Kümmern wir uns doch drum. Ich glaube, die können auch immer nicht weiter schlafen, wenn sie dreckig sind. Das stört die dann immer aus irgendeinem Grund. Obwohl ich so denke, ey, wenn ich müde bin und mich dann dreckig ins Bett lege, ich glaube, dann ratze ich durch, bis ich ausgeschlafen habe und dann gehe ich erstmal schön baden oder so. Aber die Sims sehen das anders. Gunther danzt auch. Habe ich denn Motorik eingestellt gehabt? Das weiß ich gar nicht. Für meine Gruppe. Wie viele Punkte habe ich denn? Ich habe auch schon wieder 400 Punkte. Naja, kann ich mal hier das, die Kinderfertigkeiten, die mache ich jetzt mal alle ganz schnell. Das ist Kreativität und Motorik. Sehr schön. Schachspiele spielen, mit einem Erwachsenen lesen. Ja, das läuft immer nicht so gut mit dem Lesen. Hat keiner Zeit. Es hat leider keiner Zeit, dir was vorzulesen. Du kannst auch schlafen. Und mein Gott, Mama, bist du müde. Warum geht ihr denn einfach nicht ins Bett? Ich weiß nicht, ob ich... Irgendwie habe ich total Lust, die 100 Baby Challenge noch für Sims 3 und Sims 2 zu machen. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass das so anders ist und vielleicht auch schwer und ich eventuell das auch so runtersetze, so nach dem Motto, ich mache nicht ich mache quasi eine Art 100 Baby Challenge, aber ich setze das so runter auf so eine 50er Grenze, weil ich glaube, wenn man 50 geschafft hat, dann schafft man auch 100, oder? Es ist so, Hermine Granger, gehen Sie bitte ins Bett. Nein, Hermine Maulwurf. Wenn wir Pech haben, wird das unser Erbe, wenn sie jetzt nur noch Jungs bekommen sollte. Weil, ich weiß gar nicht, Tage? 5. Okay, Daria schläft. Wir sind auch tatsächlich gerade bei den Folgen ganz aktuell am Geschehen. Also ich glaube, ich nehme die auf und ich kann die morgen schon hochladen, denn ich habe tatsächlich, glaube ich, gerade alles hochgeladen, was ich irgendwie habe, weil ich war im Urlaub und habe dieses YouTube, ich lade schon mal hoch, ohne dass ich irgendwie da bin, in Voreinstellungen total ausgenutzt und ausgereizt. Und ja, deswegen, so sieht's aus. Das ist alles, ich habe nichts mehr an 100 Baby Challenge. Statt dass du Hausaufgaben... Ich glaube, Hausaufgaben brauchst du nicht machen. Du kannst mal hier mit ihr ein bisschen plaudern. Weil... Warum soll sie keine Hausaufgaben machen? Ich habe mir das nochmal durchgelesen und angeguckt. Es verhält sich so mit den Hausaufgaben, dass man die schneller macht, je mehr... Fertigkeiten man gelernt hat. Und das bedeutet, wir müssen, also sie macht sie eh schneller, wenn sie ihre Fertigkeiten gepusht hat. Und das bedeutet, es macht Sinn, dass sie quasi erst ihre Fertigkeiten hochpusht und dann immer nur die Hausaufgaben macht, weil die dann schneller gehen. So, du hast ein Problem, du kannst in Teilen recyceln. Nein, reparier den mal bitte. Bist du soweit? Doch, du bist aufgestanden, frisch, munter und kannst jetzt diesen Computer reparieren. Du bist eigentlich auch... Alle sind frisch, munter.
Aber wir gucken uns lieber mal die Kinder an. Level 2 und du hast nur deine Hausaufgaben nicht begonnen. Mach die mal bitte. Level 3. Oh, Frieda muss in der Schule sein. Gunther, Eliza auch. Aber du kannst die jetzt auch noch machen. Dann habt ihr alle eure Fertigkeiten fertig und eure Hausaufgaben. Ich glaube, das hatte ich lange nicht mehr, dass ich das so schnell hinbekommen habe. Dank Gruppenaktivität. Und ich würde jetzt behaupten, es ist kein Cheaten, denn es steht nirgendwo, dass man dieses mit den Gruppenaktivitäten-Zeug nicht nutzen darf. Und warum soll man es auch nicht nutzen? Also es gibt es ja. Ich würde das wahrscheinlich auch für die anderen Challenges und sowas, also für die anderen Sims-Spiele, wenn man dort noch Gruppenaktivitäten hat oder irgendwelche Sachen, mit denen man irgendwas beschleunigen kann, dann würde ich das auch nutzen. Wahrscheinlich werde ich am Ende dieser Challenge auch mal so eine Art Übersicht schreiben, was jetzt eigentlich wirklich Sinn gemacht hat für die Challenge. Denn zum Beispiel steht überall, es würde Sinn machen, Zwillinge zu bekommen. Und ich persönlich kann von Zwillingen nur abraten. Aber sowas von. Zwillinge sind. Ihr wisst das, glaube ich. Ich habe das ja in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Und wer neu ist und sich das hier anguckt, also Zwillinge sind anstrengend. Man kann sich nicht so gut um die kümmern, dass man sagt, okay, du bist jetzt halt fertig und kannst altern, sondern die werden einfach nicht fertig, weil man halt immer sich irgendwie um zwei kümmern muss, statt um eins. Kennen deine Stipendien? Ja. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass immer dieses Uni-Ding aufploppt. Ein bisschen ist übertrieben. Warum stehst du noch hier? Objekt zurücksetzen. So. Und jetzt aber zur Schule. Ja, ging irgendwie nicht. Er konnte irgendwie nicht zur Schule gehen, warum auch immer. Hermine ist aufgestanden. Oh. Oh weia, ist das, weil ich das mal eingestellt habe, dass Essen hier zum Gruppending gehört? Mama, du musst noch mal. Mama muss noch mal ran. Knoblauchnudeln, sind die vegetarisch? Okay. Mama muss ran, man muss Knoblauchnudeln machen. Kann sie ihr jetzt eigentlich ein Fläschchen geben? Ich habe das ja gesehen. Lustig, gemein, Kinderbetreuung, Windeln wechseln, Bett bringen, Essen geben. Wird ein Hochstuhl benötigt. Also, aber wenn sie das von alleine machen, geben sie denen dann manchmal ein Fläschchen. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber du lernst schon fleißig, du lernst fleißig und du lernst bitte auch noch fleißig. Ich weiß, kleines Mäuschen, rennt hin und her. Ist hier eigentlich noch irgendwie Teller oder so? Aber da habe ich die auch schon eingesammelt, habe ich auch schon eingesammelt. Sag mal, Junge, warum machst du denn nichts? Geh doch mal auf den Topf. Und Daria, säuber das mal bitte. Und du gehst auf den Topf und dann brauchst du nur noch Fantasie und Bewegung. Bewegung bekommst du ja halb im Schlaf. Also er bekommt es nicht wirklich im Schlaf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm geht alles gerade viel schneller. Ist das, weil wir ihn nicht benannt haben? Weil er nicht einen von unseren komischen Namen bekommen hat oder warum geht bei ihm alles viel schneller? Nimm dir ein Gericht, bitte. Was dampft denn hier? Spülmaschine beladen, verbessern, leise. Reinigungstempo erhöhen und kaputtbar machen. Da brauchst du ein Teil für die Küche. Okay. Dann erhöhe erstmal das Reinigungstempo. Wir verbessern alles, was wir können. Ich glaube, man kann mittlerweile auch Betten verbessern. Habe ich das richtig gelesen? Seit Tiny House? Oh. Und das ist ja, glaube ich, das Erste, was wir gerade mal machen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir irgendeinen Typ kennen, der der nächste Babypapa werden kann. Da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Aber wird schon. Brabbeln. Ich glaube, davon bekommt sie Aufmerksamkeit. Sicher bin ich mir da nicht. So, wer hat. Was ist hier jetzt los? Wen haben eingesetzt? Oh nein, es ist Wochenende. Mit einer 3. Frieda hat eine 1. Leisa hat eine 1. Das ging jetzt aber schnell. Ehrlich gesagt. Das ging schon fast zu schnell.
Du hast eine 3 und schämst dich, oder was? Von Schule gestresst. Okay, ihr habt 1-1 und das Baby kommt. Dann werden wir jetzt mal, wo ist sie, wo ist sie? Das Baby kriegen. Und danach kommen wir zurück und werden Daria leider nicht mehr sehen. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Und wir sehen uns gleich im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus. Ich hatte ganz vergessen, dass ich das umgestaltet habe. Aber ja, das sieht besser aus. Ich kann mich alleine nicht behandeln lassen, aber ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Karl Ludwig ist ja leider verheiratet. Leider. Aber seine Kinder ja dann nicht. Und vielleicht bekommen seine Kinder ja dann Jungs, aber ich glaube, solange macht sie das nicht mehr mit. Könntest du jetzt bitte das Baby bekommen? Außer hier kommt noch irgendwie irgendein junger Mann. Was ist er denn eigentlich? Assistent. Huch. Hallo. Noboya Mori. Warum kann ich mich nicht kokett bezaubernd vorstellen? Hallo. Du siehst gar nicht mal so kacki aus. Und hoffentlich, wenn nachdem sie sich vorgestellt hat, bitte. So. Ist das Erste, was sie fragt, erstmal betören. Und dann ist das Erste, was sie fragt, bist du Single? So, ich bin schwanger, hochschwanger, ich krieg gleich mein Baby, aber ich betöre dich kurz. Und dann frage ich dich noch, ob du Single bist. Und Novoya ist Single. Damit können wir jetzt unser Kind beruhigt kriegen. Wir werden danach Noboya einladen. Aber jetzt noch nicht. Geh mal hier hin. Und kannst du dich bitte nochmal am Empfang melden, damit du dieses Kind endlich bekommen kannst. Oh, so ein Glück. Heute ist unser Glückstag. So ein nicht mal so schlecht aussehender Sim. Und ach, guck mal hier, die Ecke habe ich auch gestaltet. Ich weiß nicht. Ich finde das so viel gemütlicher. Ganz wirklich. Es ist. Warum kann das nicht das Spiel von alleine machen? So, ich sag mal. Ecken gestalten, so wie es halt auch wirklich aussieht im Krankenhaus. Okay, vielleicht sieht es im echten Krankenhaus ein bisschen steriler aus. Obwohl ich schon mal in einem Krankenhaus war, wo die so eine Pflanzen hatten mit so komischen Kügelchen, die sich dann irgendein alter Mann in der Notfallaufnahme in seine Hosen gesteckt hat und ich saß sehr beklemmend da und dachte, ich will hier wieder weg, aber okay. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, der wahrscheinlich nie kommen wird. Ja, genau, Kinderecke. Ich hatte euch das alles schon gezeigt. Kann sie jetzt bitte ihr Kind kommen, bekommen? Ich skippe das jetzt. Wir sehen uns gleich beim Kind bekommen. Nachdem im Krankenhaus keiner mein Baby haben wollte, bin ich wieder zurückgefahren und bekomme es jetzt jedoch vor der Wiege. Wir haben ja wenigstens diesen jungen Mann kennengelernt und ich dachte, bevor uns hier derjenige noch verhungert, bekommen wir doch das Baby. Es ist ein Mädchen, Hermine ist damit nicht mehr die Erbin. Hi, Ida hatten wir schon. Nehmen wir mal Inge. Wenn mir keiner Vorschläge macht, dann kommt Inge. So, bitteschön. Inge ist geboren und damit beende ich, glaube ich, jetzt auch die Folge. Ungefähr, ne? Passt, glaube ich. Und Inge weint. Wir füttern Inge nochmal und dann verabschieden wir uns von Daria. Ja, nochmal gucken, was die macht. Die wäscht sich gerade nochmal die Hände. Oh, was habe ich dir denn Schickes angezogen? Oh, Daria, ich mag dich total. Ich weiß nicht, weil sie, glaube ich, natürlicherweise rote Haare hat und ich Sims mit natürlicherweise roten Haaren sehr mag. Daria darf aber jetzt Tschüss sagen. Kannst du irgendwie winken oder sowas? Geht das? Ich weiß nicht, ich glaube, das geht nicht. Aktion, kannst nur eine Runde bilden und verbotene Wörter brüllen und joggen gehen. Okay, dann Daria sagt jetzt auf Wiedersehen zu euch und in der nächsten Folge werden wir uns den nächsten Lover einladen und unseren Babyhaushalt weiterfüllen. Solange sage ich Tschüss und Bye-bye.